Es ist heute ein ganz normales Radrennen gestartet. Da haben wir im Vorlauf schon 4 Rennen gehabt. Und das war jetzt das letzte Abschlussrennen der Saison. Das Besondere ist die Betonrennbahn. Es gibt nur eine in Bayern. Sie ist 1978/79 entstanden. Und diese Anlage ist noch sehr gut im Schuss. Durch das sind wir mir so beliebt, auch bei der Jugend, weil es einfach die einfachste Bahn ist, die nicht so steil ist. Darum fahren auch die Radsportler gern zu uns nach Niederpfalz. Man hat quasi diese Schrittmacher, also die sogenannten Gurneys vor einem. Und dann reiht man sich am Start hinter dem ein. Dann ist es für den Fahrer eigentlich genau das Gegenteil von einem normalen Rennen. Man muss nicht selber mitdenken, sondern man fährt einfach nur hinterher. Und der Gurney-Pilot macht quasi so die Taktik aus und überlegt sich, wie er das Rennen gestalten möchte. Und man fährt eigentlich nur so hinterher. Nächste Runde. Es ist viel Kampfgeist. Es ist viel Quälerei, aber es macht Spaß, die Geschwindigkeit einfach gleich bleiben zu halten. Also man fährt damit 50 bis 70 km/h durch die Gegend, auch im Sprint. Also es ist einfach eine gute Vorbereitung und natürlich auch viel, viel Kampfgeist.